Ich werde eine Stellvertreterin haben. Wieso hat denn der Stellvertreter einen Stellvertreter? Das ist doch Quatsch. Weil ich lange im Urlaub, also im Einsatz sein werde. Super. Hatte ich mit ihm schon drüber gesprochen. So. Ja, und er erwartet den, er will wissen, wer es ist und dann eine Attacke. Und? Dann? Ja, du wirst es sein. Ja, und? Dann bin ich das, wenn du nicht da bist. Ja, und wenn du dann wieder da bist, dann hast du keinen Stellvertreter mehr. Nee, Owen. Wir werden das als Team machen. Offensichtlich nicht. Stellvertreter ist nur für die Zeit, für den einen Monat, wo du nicht da bist, geplant. Mir nicht. Mir wurde sogar gesagt, ich bin es nicht geworden, weil ich meinen Job quasi an der Stelle, wo ich jetzt bin, zu gut mache. Toll. Gut, ich werde es morgen zurücknehmen. Nein. Das ist deine Chance, Owen. Ich brauche keine Chance, das weißt du ganz genau. Ich hatte als Mehrwert für uns beide tatsächlich gesehen. Ja. Offensichtlich war ich zu naiv. Dann nutze es. Zeig mir, dass ich Unrecht habe. Zeig mir doch einfach, dass ich Unrecht habe. Willst du denn den Weg mitgehen? Zusammen, weiter? Gemeinsam als Stellvertretung? Du hast keine Stellvertretung für die Stellvertretung. Ich habe dir eine Frage gestellt, die du mit Ja oder Nein beantworten kannst. Nimmst du es an? Und dann zeigen wir es ihnen, dass es funktioniert. Ob's doch wohl nicht würdig, dass wir noch Zeit für die Straße haben. Was ändert sich denn momentan? Du kümmerst dich doch eh um diese ganzen Bambis, wie es so schön gesagt wird. Du hast dann nur noch Treffen mit dem PD, weil das nicht funktioniert. Hier bist du angedingst und das Unternehmen möchte sich mit dir treffen. Und hier musst du ein COCP und da hast du ein COCP. Das ändert sich. Wie oft hast du Hawkins vor dem Gericht, Gerichtssaal gesehen? Wie oft hast du Hawkins im Büro an Akten sitzen sehen? Genau. Wie oft habe ich ihn im Dienst gesehen? Da war er häufig. Bis vor einer Woche. Wir können so das PO formen, Liv. Natürlich mache ich das mit dir, Owen. Was für eine scheiß Frage. Ich sehe nur einfach nicht, dass es funktionieren wird. Und du darfst mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich werde alles dran setzen. Und wenn ich im Unrecht bin, dann fahren wir wieder zurück.
Und ich gebe und dann wird wer District Attorney? Ethan? So. Um Gottes Willen. Bin ich aber ganz schnell weg. Richtig. Gutwell? Wird Richter. Ja, aber ich meine, es war meine Überlegung. Ne? Wir sind doch die Einzigen, die dem ganzen PO einen Kompass vermitteln können. Die Gleichbehandlung. Die Unvoreingenommenheit. Okay. Das war übrigens sehr lieb, was du mir gerade gesagt hattest. Deine Worte. Meinst du? Dein Grund, warum du so sauer auf die neue Entwicklung warst. Deine ersten Gedanken. Dass sie dich mehr wegnehmen? Ja. Kannst du Ellen fragen. Ich hab's ihm vorgeworfen. Seine Antwort. Ich soll nicht immer nur das Negative sehen. Ich bin so gut an der Stelle, wo ich jetzt bin. Wirst nicht übersehen. Ihr könnt das ja trotzdem noch zusammen machen. Solche Sachen. Und warum habe ich ja vorhin die Pralinen geschenkt und den ganzen Scheiß, wenn du jetzt schon wieder sauer auf mich bist? Ungefähr so. Ich glaube, ich behandle Ellen nicht gut in letzter Zeit. Er kriegt dann immer meine ganzen Launen ab. Du hast ihn lieb. Richtig? Ja. Dann sag's ihm vielleicht einmal. Damit er sich übergibt. Damit er sich übergibt. Ich hab ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Ach so. Und jetzt soll ich ihn zur Bulimie anregen. Ja, eine großartige Idee. Ja, was? Hör auf damit. Sag's ihm einmal. Ich glaube, das würde ihn auch freuen. Sag nicht, wo ich das Handy hatte. Sag einfach nicht. Ja, Liv. Hast du eine Sekunde? Telefonisch, ja. Ja. Ich hab dich lieb, Ellen. Und tut mir leid, dass ich dich so schlecht behandle in letzter Zeit. Kommt das jetzt her? Also, unter uns. Ne? Du bist grantig. Ja. Verzeihung. Und ich glaube, du behandelst nur einen Menschen schlecht, nämlich dich selbst. Nein, du behandelst nur dich selbst schlecht. Ich bin trotzdem ziemlich unfair gewesen in letzter Zeit dir gegenüber. Vor allem. Ja, aber auch dir gegenüber. Du lässt nichts Gutes zu. Was soll das? Ich glaube, darüber müssen wir irgendwann mal später sprechen, Ellen. Ich nehme das an und danke. Ich hab dich auch gern. Okay. Und vor allem schätze ich dich in deiner Arbeit und ich schätze dich als Menschen. Wirklich. Und deswegen tut's mir weh zu sehen, wie du dich in Dinge verrennst und dich selber so sabotierst. Das ist der einzige Grund, warum ich versuche, da zu intervenieren.
Okay. Aber unfair warst du nicht zu mir. Okay. Mir warst du grantig, vielleicht auch komisch. Aber unfair bist du nur zu dir selbst, weil du dir selbst nicht eingestehst, dass du einen verdammt guten Job machst. Hm. Und dir nicht helfen lässt von Leuten, die es gut mit dir meinen. Aber das musst du mit dir selbst ausmachen. Ich bin immer für dich da, wenn du da reden willst. Und ich habe dir vorhin schon gesagt, ich lasse mich von diesen ganzen Dingen nicht beeinflussen. Ich werde weiter das tun, was ich für richtig halte, ob du das willst oder nicht. Und auch wenn es zu deinen Gunsten ist. Ob du glaubst, das verdient zu haben oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal. Hm. Ich erkenne gute Staatsanwälte. Und du bist ein guter Staatsanwalt. Danke. Jederzeit da für dich. Pass auf dich auf. Ciao. Wie hat sich das Gespräch angefühlt? Unangenehm. Unangenehm. Hm. Zeig mir jetzt aber nicht erhaft. Hm. Ich glaube, die gucken nicht. Die Welt braucht eine Löff. Oh Gott. Du. Hm? Die Welt braucht eine Löff. Ich glaube nicht. Ich hatte das Wort Glauben nicht bei mir drin. Glauben? Weil es versteht. Richtig, du hast von Glauben gesprochen. Nicht von Wissen. Tu dich nicht ab. Das ist ein Heiratsantrag. Ich akzeptiere, dass du so viel Gutes tust. Ja? Liv, muss ich mir Sorgen machen? Nein. Wirklich nicht? Ja. Okay, wie kommst du jetzt zu diesem Anruf? Bist du betrunken? Vielleicht war ich das ein bisschen, ja. Nein, ich hatte gerade ein klärendes Gespräch mit Owen und ja. Bin zu der Entscheidung gekommen, dass ich dich nicht wirklich gut behandelt habe in letzter Zeit und dir Dinge an den Kopf werfe, die du nicht verdient hast und. Das wollte ich dir einfach nur gesagt haben. Das habe ich auch getan. Und dann habe ich mich entschuldigt. Und manchmal passiert das. Ja. Liv, wir sind Arbeitskollegen. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Uff. Aber. Hm? Wir sind auch Menschen, die miteinander arbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass du gerade in einer sehr beschissenen Situation bist. Wenn du jemanden brauchst, der außerhalb dieser alltäglichen Gespräche steht, bin ich für dich da und das weißt du. Ja, danke. Hoffentlich weißt du das. Das weiß ich. Und ich habe eine Menge Respekt vor dem Staatsanwalt, den ich kenne. Ich habe aber ein bisschen Angst um den Menschen sehen gerade. Mhm. Ich kann dir nur meine Hand ausstrecken. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich bin für dich da. Danke. Beruflich werden wir uns immer wieder streiten müssen. Das hat aber wenig damit zu tun, wie wir menschlich miteinander sind. Wenn du was brauchst, sagst du Bescheid. Okay. Sprichst du mir das? Yeah.
Meinst du das jetzt auch ernst? Ja, meine ich ernst. Und ich glaube, die nächsten Tage brauche ich erstmal keine Pralinen mehr. Wie viel waren das? Ja, 2 große Packungen oder so. Gott. Ja, Gottverdammt, der Typ vom Whistler sagte, wie scheiße fühlen Sie sich? Ich sagte sehr, auf einer Skala von 1 bis 10 ungefähr 7. Okay. Ah, es platzt nach oben, Ellen. Großartig. Siehst du, und genau das mag ich nicht an dir. Anstatt das anzunehmen, machst du einen dummen Witz. Du einen dummen Witz darüber. Entschuldigung. Hör auf, dich zu entschuldigen, das bist halt du. Meine Güte, das. Da müssen wir einen Weg finden. Wirklich. Okay, keine Entschuldigung mehr, verstanden. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Als Staatsanwältin, du machst einen guten Job. Ich glaube, du kriegst auch eigentlich genug gutes Feedback. Ich glaube, du hast ein Problem mit das anzunehmen. Und ich habe ein bisschen Angst, wenn ich dir sage, dass du als Mensch auch eine tolle Person bist, dass du das wieder verdrehst, dass ich irgendwas Böses damit meine. Ich meine es überhaupt nicht böse. Aber das habe ich Owen vorhin auch schon mal gesagt. Irgendwann wird man müde. Ich habe dir Angebote gemacht. Ich habe dir jetzt Dinge gegeben. Irgendwann ist es deine Verantwortung, das anzunehmen oder es abzulehnen. Und das ist beides in Ordnung. Aber wenn du weiterhin dich selbst so sabotierst, wirst du all jene verlieren, die an dich glauben. Und dann stehst du allein da. Und ich glaube nicht, dass du das möchtest. Nein. Und davor habe ich Angst, dass du irgendwann da allein stehst. Aber ich glaube, das weißt du fast besser als ich. Hm? Okay. Ich bin noch ein bisschen wach, wenn es noch was zu reden gibt. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Abend auf deiner Poolparty mit Grant. Ja. Und Callahan. Und Caldwell. Hm. Den wiederum habe ich eingekleidet. Sehr gut. Wir hören uns. Mach's gut. Wenn du was hast, melde dich. Ich bin noch ein bisschen da. Tschüss. Ciao. Und wie fühlte sich das Gespräch an? Nicht anfassen. Nein. Nächsten Fehler gemacht haben. Gut, ich werde auch langsam kalt, ne? Und jetzt switchst du ab, ja? Ja.
Hey, Lindsay. Hallo. Wollen Sie... Will ich was? Ein bisschen Whisky aus dem Auto. Nee, danke. Ich hab genug getrunken heute. Naja. Liv? Das war wieder nicht gut von mir. Das hat mit dir nichts zu tun. Das hat mit dir überhaupt gar nichts zu tun. Okay. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ein Kleid retten oder so? Willst du, dass ich mitkomme? Ein Kleid retten. Ich weiß ja nicht, was du sonst noch vorhast, außer dein Kleid zu retten. Kannst du mich kurz reinlassen? Ich würde gerne mein Kleid wiederholen. Geht jetzt schon. Gucken wir uns ja auch noch ein bisschen in Ruhe um, ha? Huh? Ja, ihr kommt halt ohne mich nicht raus. Ja, ihr könnt ja anrufen, oder? Okay, ja, mach das. Super. Alter, ist das riesig. Holy shit. Ich lass euch mal. Spannender Kamin. Alter. Okay, das ist nice. Die Küche würde dir gefallen, Owen. Du, dass er eine Sauna hat? Ja. Yep. Ja, irgendwie so ist das leider bei uns manchmal. Wenn wir die richtigen Leute finden für Deep RP, dann wird das hier auch mal richtig traurig. Aber bei Harriet auch schon so. Und Ellen macht das scheiße gut, Mann. Nur seinen Scheibenputzer sollte vielleicht mal irgendwie weit kürzen. Bist du mal auf die Details? Mhm, natürlich. Mein Job. Kurz nach links oben gucken, wenn jemand lügt. Augenzucken. Oh. Und warum ich meine Brille trage. Hänge mal flunkern. Na gut, du siehst meine Augenbrau. Ich hab's gemerkt. Kleines unmerkliches Grinsen. Ah. Der Mundwinkel ganz kurz nach oben geht. Kleines Naserümpfen. Wenn irgendwas nicht passt. Das ist unser Job, Owen. Also ein bisschen habe ich es heute versucht, ne? Mit dem Chief da was anzubandeln. Das ist Chirurgie. Oh. Owen, stoße ich dich weg? Mich wegstoßt. Stößt. Also gerade nach dem, was du auf dem Berg gesagt hast, auf keinen Fall. Hatte mich überrascht. Das
Weißt du, ich hab dich davor weggestoßen. Nein, dass du es ausgesprochen hast, dass du mich nicht verlieren möchtest. Alles klar. Bis gleich. Denk nicht drüber nach, ob du mich wegstößt, heranziehst. Es ist belanglos, weil ich dir versprochen habe, solange du der Meinung bist, dass es dir gut tut, dass ich an deiner Seite bin und eine Hand im Ofen halte. Die Worte tun gut. Aber vielleicht zeigst du es hier und da auch mal durch dein Verhalten. Na? Ellen meinte, wenn ich so weitermache, dann werden die Menschen, die mir was bedeuten, irgendwann müde, immer wieder hinterherzulaufen, immer wieder zu belehren, mir die Hand zu reichen, wenn ich sie immer wieder wegschlage. Dann stehe ich irgendwann alleine da. Also, und habe ich dich irgendwann weggestoßen? Bist du müde? Ich weiß nicht, ob du dich noch gestern dran erinnern kannst, aber ich habe etwas dir über mein Herz erzählt, als wir zusammen gekocht haben. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir gekocht haben. Ich freue mich schon auf morgen früh. Liv. Ja, du hast mich weggestoßen. Das ein oder andere Mal. Aber du recht. Und das akzeptiere ich. Du hast deinen Freiraum gebraucht. Wegstoßen. Das Wort ist relativ. Wenn du alleine irgendwo hin willst, wenn du alleine in dein Auto steigst, alles wegstoßen werden. Aber es geht darum, dass der andere Mensch Verständnis dafür hat. Dass du mir die Möglichkeit gibst, dich zu verstehen. Und das gibt mir Kraft. Und darum werde ich nicht müde. Weil du mir immer die Möglichkeit gibst, dich zu verstehen. Ab und zu. Einen kleinen Brotkrumen legst du mir aus. Und den schnappe ich sofort. Vielleicht reicht das irgendwann nicht mehr. Vielleicht hast du ja auch irgendwann mal ein Brötchen. Oh Gott, ein größeren Krumm für mich übrig. Ich will nicht allein sein, Owen. Ich war 25 Jahre lang allein. Lass dir die Zeit und ich gebe dir die Zeit. Nimm dir die Zeit. Du bekommst sie von mir. Allein fühlt sich doch anders an. Wenn du in dich hörst. Behaupte einfach mal,
nachdem du aufgelegt hast und deine Reaktion oben auf dem Berg, dass Ellen dir auch ein Gefühl gibt, nicht allein zu sein. Was, wenn alle müde werden, Owen? Weil ich einfach nicht dazu lerne. Was, wenn alle müde werden? Es geht nicht um alle. Es geht nicht um die Masse. Es geht nicht um diese flüchtige Bekanntschaft oder Freundschaft, diese Belanglosigkeiten. Ich meine die, die mir am Herzen liegen. Und diese Menschen, denen liegst du auch mehr als du denkst am Herzen. Die schließen dich in dein Herz ein. Wie willst du die wegstoßen, wenn du in deren Herzen schon bist? Egal in welche Richtung du stoßt. Überall wird dich wieder das Herz der Menschen auffangen. Würde mich freuen, wenn du es zulässt. Ein Mensch an deiner Seite zu sein. Und die Zeit, die nimmst du dir. Die ist in dich. Und ich hatte dir schon einmal gesagt, wenn du mich wegstößt, wenn du an mir vorbeieilst, vielleicht weiß ich ja, warum das mal so ist, warum du dich so verhältst. Und vielleicht habe ich auch schon mal das kleine Herz in dir auch angehört, von dem ich der Meinung bin, dass hier und da doch schon mal versucht, lauter zu schlagen. Wohin, du weißt, dass ich Positives nicht annehmen kann. Ellen weiß das genauso. Sehr große Herausforderung für beide Seiten, würde ich mal behaupten. Ja. Irgendwann wird niemand mehr irgendwas Positives für mich haben. Und dann bin ich wieder allein. Ich kann nicht mehr allein sein. Du wirst es nicht sein. Ich kann nicht allein sein, Owen. Lass mich dir diese Angst nehmen. Aber den letzten Schritt musst du gehen. Aber die Tür wird immer offen für dich stehen. Das ganze Haus. Du wirst lange weg sein. Lass die Tür zu. Das ist mein Dämon. Ich bin mich gezwungen, etwas gut zu machen. Damit bringst du mich in die Situation, dass ich wieder alleine bin. Mich klein fühle. Zerbrechlich. Sterblich.
Lass uns so gut wie es geht im Kontakt bleiben. Lass mich eine Verbindung aufbauen. Durch Satellitentelefon. Du weißt, dass das nicht das gleiche ist. Durch Videocalls. Du bist nicht hier. Ich bin da rausgekommen. Das ist eine Alter- Und dann werde ich dich wieder erneut verletzen. Auf gar keinen Fall, ich kann das. War das gerade Siegfried Ulrich, der hier auf dem... Das ist mir gerade ein bisschen egal. Vielleicht sollte ich nochmal die 30 SMS lesen, die mir gerade geschickt wurden. Nee, hat doch nichts damit zu tun. Und dann werde ich dich wieder verletzen. Offensichtlich. Ich versuche gut für dich zu sein. Aber diese Entscheidung musst du selbst treffen, ob das tatsächlich so ist. Ich bin froh, dass ihr gerade hier drin seid. Kann ich. Harry! Ja, ich hab schon gehört. Super. Bei alles gut? Ja. Ja. Bin ich betrunken? Hast du das mal gemacht im Anlauf? Betrunken mit mir? Wollen wir raus? Zu unserem Haus? Das ist geklappt. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, jetzt rauszugehen hier aus diesem Haus. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Nackte Rocker im Bad. Ich hol jemanden, der testen kann. Bravi! Aber nicht. Ja. Ich. Ja. Die Entscheidung musst du treffen. Nein, das muss schon so gehen. Frau Stelker, wir müssen von hier aus den Anlauf. Kann ich runterstehen. So. Ich bin auf dem Puzzle. Wenn du den Pulli triffst, brauchst du nicht mehr nach Hause, damit nicht mehr zu uns kommen. Wollen wir doch raus oder zur Seite? Oh Gott. Vergiss es. Nee. Liv. Was hab ich getan? Nix. Warte, lass uns raus. Und nach Hause. Ein bisschen, aber hey. Hallo? Also, wenn ihr gehen wollt, seid jetzt gerade der perfekte Moment. Ja. Schließe Weg. Wow. Bin ich so fett geworden? Oh Mann. Oh Gott, deine Wiederkehr anpacken ist halt. Ich hol mein Kleid wann anders. Ich bring's dir ins DOJ. Oh nein. Die letzte. Perfekter Moment. Na komm. Das war er. Steck einfach ein. Gott. Hey, danke, dass ihr da wart. Jo. Vielen Dank, Max. War super. Alles geklärt, was ihr zu klären habt. Was ist los, B? War super, der gerade mit dir. Noch nö. Ja. Schönen Tag noch. Egal, Mann. Ich freue mich. Komm, wir gehen rein. Gut. Komm, wir gehen rein kotzen. Wenn du jetzt in diesen Terrero reingefahren wärst, ne? Das wäre richtig teuer geworden.
habe was Falsches gesagt? Nein. Gott, nur weil du das Gespräch direkt abgebrochen hattest. Vielleicht liegt es ja nicht an dir, wenn ich Gespräch abbreche, ha? Huh? Deine letzten Worte lassen mich auf jeden Fall überdenken, ob ich doch vielleicht der größte Idiot bin. Wieso? Dass ich gar nicht das Versprechen einhalten kann, was ich dir gebe, für dich da zu sein, wenn ich jetzt einen Monat nicht da bin. Das sind diese Brotkrumen. Vielleicht war ich einfach zu naiv. Zu denken, dass das reicht, was ich dir gebe. Offensichtlich war ich ein Idiot. Könnte nicht mehr geben als das. Kannst mir verzeihen. Scheiß Idiot, Mann.
Owen, wir sind einfach zwei. Komplett kaputte Menschen. Ich und vielleicht stoße ich andere auch unbewusst immer weg, weil ich niemanden an mich ranlassen kann. Wenn ich jemanden an mich ranlasse, bin ich verletzlich. Ich will nicht mehr verletzt werden. Ich kann nicht einfach niemandem das geben, was er in mir sieht. Ich kann nicht für Ellen keine gute Staatsanwältin sein. Ich kann nicht für Daniel nicht einfach nur eine Freundin sein. Vielleicht kann ich nicht einfach für jeden Scheiß an deiner Seite stehen. Weil Fehler dann verdammt wehtun, Owen. Ich habe von dir noch nie etwas verlangt. Du musstest noch nie an meiner Seite stehen. Ich bin an deiner. Ich fang dich auf. Bei mir kannst du keine Fehler machen. Ich werde dich jedes Mal ein Stückchen mehr verstehen.
Mir musst du nichts beweisen. Und was ich in dir sehe, das soll dich nicht belasten. Es wird dir eher gut tun. Man sieht nicht immer alles in sich selbst, auch was andere in einem sehen. Aber vielleicht gibt es das eine, die eine oder andere Kleinigkeit. Einen kleinen Beginn. Was du denkst. Ja, das ist Liv. Tatsächlich ich. Dann denkst du dir, ungern geschehen. Genau. Ich kann Liv nicht ausstehen, warum sollten das andere? Du hast eine verklärte Sicht auf Liv. Du siehst nur das Negative. Du selbst sagtest. Wenn du der Liv keine Chance gibst, dann machst du es sehr, sehr schwierig. Aber ich habe ihr eine Chance gegeben und ich habe es gesehen. Ich sehe es jeden Tag. Es ist die Zeit. Und wie viele Chancen willst du ihr noch geben, bis du merkst, dass es sich nicht lohnt? Ich habe längst festgestellt, dass es sich lohnt. Das weißt du ganz genau. Du bist der Mensch, für den es sich zu sterben lohnt. Warum ich? Du könntest es so viel einfacher haben. Unkomplizierter. Weniger verletzend. Es gibt keinen Menschen, der toleranter, unvoreingenommener, gerechtigkeitsliebender, für andere Leute einstehender ist. Als dich. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, kennengelernt, der diese Werte mit Herzblut vertritt. Komme was wolle. Und sich dafür hinten anstellt. Repressalien in Kauf nimmt. Warum du? Weil du diese Superkraft hast. Und die beeindruckt mich. Du beeindruckst mich.
Es hilft es nicht, wenn ich das nicht dir geben kann. Die, so wie du es brauchst, an deiner Seite jeden Tag zu sein. Weil ich halt auch diesen Dämon habe. Diese Einsätze. Dann konnte ich mich dafür geißeln. Dass ich so naiv war und dir ein Versprechen gegeben habe, was ich nicht halten kann. So wie du es benötigst. Da war ich leichtsinnig. So wirkt es jedenfalls momentan auf mich. Und da hoffe ich, dass du mir irgendwann vergeben kannst. Weil ich dir eben nicht mehr geben kann. Was soll ich ohne dich machen, Owen? Ich wäre naiv und würde sagen, du wirst nie ohne mich sein. Auch dieser Monat ist überbrückbar. So würde ich es sehen als Optimist. Ich weiß es nicht, wie du das auch so sehen kannst. Was soll ich ohne dich machen, Owen, wenn du von einem Termin zum nächsten rennen musst, während ich alleine versuche, auf der Straße irgendwas zu reißen? Das wird nicht passieren. Und wenn sich das bewahrheitet, was du befürchtest, dann hat er schneller ein Ende, als du denken kannst, und dann bin ich wieder genau da.